Peace, meine lieben Abonnenten aus Las Vegas. Wie sieht der Perle wieder aus? Unglaublich. Also, ja, ich bin hier wieder in meinem neuen Raum, gerade wieder reingekommen. Heute Morgen bin ich raus und das ist ja mittlerweile schon wieder 5:30. Der Perle ist schon wieder schwer aktiv hier. Ja, mein Zauberreich hier. Ihr kennt es alle. Ja, hier der Flur, hier das Bett, das Wichtigste, der Monsterfernseher, mein geliebtes A&W Rotbier, da habe ich hier noch ein Schlückchen drin. Ah, jetzt gibt es gleich eine Ansage, ein Announcement. Ja, der Perle, dem geht's hier fantastisch. Und er ist ja auch schon wieder am Absahen. Er hat hier schon wieder ein Dingsbums-Bag. Ich habe keinen Namen mehr dafür. Ich weiß nicht, wie das hieß. Das Teil hier, so ein Umhängetäschchen, habe ich mir abgesahnt. Dann habe ich mir, das kennt ihr ja schon, davon habe ich schon zwei. Habe ich noch eins umsonst eben abgegriffen. Und dann nochmal Buffet-Gutschein. Denn sie haben hier den großen Mystery-Gift-Giveaway. Und einmal für 2.500 Basispunkte, 5.000 Basispunkte und 7.500 Basispunkte. Und natürlich habe ich alle erreicht, ganz klar. Ne? Bei 7.500 hätte auch anstatt eines Buffet-Gutscheins ein Zimmer-Upgrade stattfinden sollen. Aber ich weiß nicht, wohin sie mich noch upgraden wollen, weil mehr geht nicht, ne? Hier in der Bude. Ne? Also das ist schon ein exklusives Zimmer. Ihr wisst es, ihr kennt es. Alles gut hier. Es ist auch schon wieder dunkel draußen. Draußen ist auch schön warm, 25 Grad, aber das ändert sich ab Donnerstag, denn sacken die Temperaturen auf frischer 20 Grad. Ihr friert in Deutschland, ich weiß es. Deswegen will ich da nichts weiter zu sagen. Ja, meine Lieben, das packe ich mal hier zur Seite. Ja, der Perle ist hier wieder am Abgreifen. Alles, was umsonst ist, das schnappt er sich. Ja, ich habe hier wieder alles abgegriffen. Und nun kommt eine Ansage, ein Announcement. Und zwar werden wir zusammen werde ich am, also hier, ich hatte jetzt vor, ein Hangout zu machen. Also nicht jetzt, aber die nächsten Tage. Bloß das wird nichts, weil ich habe hier nämlich echt ein beschissenes WLAN. Das WLAN ist eine Katastrophe, selbst wenn ich Skype mit Videoübertragung, dann ist Skype schon am Rummosern. Also hier sind so viele Leute, der Kasten hier ist echt vollgepackt mit Leuten. Sonst war immer, heute ist zum Beispiel Dienstag, sonst war immer zwischen Montags und Mittwochs Stratosphäre Tote Hose. Das heißt jetzt hier auch nicht mehr Stratosphäre. Das heißt jetzt Silstrat. Und die bauen hier oben, wie die Irren. Überall hört man Presslufthämmer. Vorne den ganzen Haupteingang, die ganzen Palmen haben sie weggesäbelt. Da haben sie so eine Hightech-Lichtreklame hingebaut. So ein Werbedingsbums. Und im Casino alles umgebaut. Aber so, dass der Betrieb weiterläuft natürlich. Ne? Dass es die Leute nicht stört. Den High-Limit-Bereich haben sie zugemacht, das haben sie jetzt irgendwo anders hingestellt bei Starbucks. Dann bauen sie den Reesburg-Bereich, der riesengroß war, den bauen die komplett neu. Und wo damals dann mal diese Vierer-Diskothek war, das war eigentlich ein toter Raum und toter Bereich seit vielen, vielen Jahren. Da bauen die jetzt eine Brauerei rein, wo sie sozusagen im Hinterraum das Bier brauen und dann vorne ausgeben. Das Roxy Steiner gibt es auch nicht mehr, das heißt jetzt Strat, Kaffee und Wok. Damit auch gleich die Chinesen hier angesprochen werden und. Also jede Menge Veränderungen hier. Und die wollen auch noch einen Convention Center bauen. Also die drehen hier völlig durch. Also der neue Investor, der Stratosphäre letztes Jahr gekauft hat, der investiert hier richtig Knete. Ne? Also die wollen die Bude hier. Wird auch Zeit nach 22 Jahren nach der Eröffnung. Die ist 22 Jahre her. Die, ja, jetzt geht's hier. Jetzt wird hier richtig Geld reingepumpt und renoviert und renoviert. Und das ganze Ding so ein bisschen aufgehübscht und verändert. Ne? Der Name Stratosphäre Hotel und Casino, den gibt es nicht mehr. Das heißt jetzt The Strat. Und The Strat. Ja, das heißt The Strat. Und ja, es geht hier voran, meine Lieben. Und ich werde ein Hangout durchführen. Ich hatte ja gesagt, hier werde ich kein Hangout durchführen, aber ich hoffe, im Aquarius, da bin ich nicht mehr am Wochenende, im Aquarius werden wir das irgendwie hinkriegen. Und zwar ist das, schreibt euch den Termin auf. Das ist ja, den kommenden Samstag, das wäre datumstechnisch, jetzt muss ich jetzt mal mein Handy, jetzt bin ich wieder schlecht vorbereitet, der Perle, ne? Das wäre dann der 11.10. 11.? Quatsch, 10.11. Oh Gott, Gott, ich habe noch nichts, doch, ein Corona habe ich. Ich habe noch nichts getrunken, das ist ja nun auch früh. Obwohl, ich habe hier schon Tage gehabt, da war ich um diese Uhrzeit voll, ne? 5:30.
Ja, das wäre, was habe ich gesagt, der 10.11., also Samstag der 10.11. Ich werde das wahrscheinlich heute oder morgen hochladen zu YouTube, dann seht ihr dieses Video. Werden wir am 10.11. um 20 Uhr deutscher Zeit, werde ich versuchen aus dem Aquarius, das wäre nämlich meiner Zeit, 20 Uhr, warte mal, jetzt muss ich mal rechnen, 20 Uhr, das wäre 11 Uhr vormittags, das wäre dann nach dem Frühstück. Werden wir mal versuchen, oder werde ich versuchen, ein Hangout zu initiieren mit Videoübertragung, und dann läuft ja der Chatbereich und dann können wir da mal so ein bisschen Spaß haben und dann könnt ihr da mal ein bisschen abchatten und so Sachen fragen, die euch interessieren, und dann will ich auch ein bisschen ausplaudern zu den ganzen Veränderungen, die hier stattgefunden haben. Zumindest hoffe ich, dass das funktioniert. Ich habe ja nur hier im Stratosphere, aber auch im Aquarius, nur eine 1-Megabit-Leitung. Könnte eng werden, aber es ist ja wurscht. Ich versuche es trotzdem. Und ich könnte auch schnellere, ich glaube 5 Megabit bis 5 Megabit oder 10 Megabit, könnte ich zubuchen, aber das müsste ich bezahlen. Ich glaube, es kostet $10 oder sowas. Das muss noch nicht sein. Mit 1 Megabit müsste es eigentlich auch funktionieren. Wir werden es einfach ausprobieren. Wenn es nicht funktionieren sollte, am Samstag um 8 Uhr eurer Zeit, dann ist das halt so, dann breche ich das ab. Und wenn es funktionieren sollte, dann haben wir vielleicht eine schöne Stunde oder 2 Stunden. Je nachdem, wie lange es läuft, wie viel der Perle zu erzählen hat und je nachdem, wie viele Fragen ihr habt. Ihr könnt mich Sachen fragen, die euch interessieren, zu allem, zu allem. Ich werde versuchen, alles zu beantworten. Und die Sachen, die ich ihm nicht beantworten kann, werde ich trotzdem beantworten. Ihr kennt mich dann. So, meine Lieben. Also, denkt dran, schreibt euch das auf. Samstag, der... War das jetzt der 10.11.? Samstag, der 10.11. um 20 Uhr. Perle aus dem Urlaub als Hangout. 9.500 Kilometer von euch entfernt. Machen wir zusammen ein Live-Hangout. Das hat, glaube ich, bisher, oder das haben auch noch nicht viele gebracht. Der Perle wird es jetzt machen. Das ist jetzt ein Experiment. Sollte es gut funktionieren, können wir das dann meinetwegen die Woche drauf auch nochmal machen. Das ist ja kein Problem. Oder ja, dass man, wie gesagt, jeden Samstag um 20 Uhr stehe ich euch zur Verfügung. Haben wir ein bisschen Spaß. Und vor allen Dingen alles live. Ne? So, ich sage jetzt tschüss, haut rein. Und das war jetzt meine Ansage, also mein Announcement für den Samstag 20 Uhr. Perle TV Hangout. Tschüssi, haut rein, alles Gute. Wir sehen uns Samstag, beziehungsweise ihr seht mich dann wahrscheinlich. Oder ich hoffe, dass ihr mich seht, dass die Verbindung nicht so scheiße ist, dass da nur noch ein Pixelmüll rumkommt. Wir werden es erleben, es wird jedenfalls spannend. So, meine Lieben, ich habe jedenfalls eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr habt auch eine gute Zeit. Friert euch nicht den Arsch ab. Ich müsste hier fast sagen, ich darf mir hier nicht den Arsch abschwitzen. Naja gut, so ist es nun noch nicht. Aber am Pool kann man nachmittags, so ab 2 oder 1, kann man, da liegen auch jede Menge Leute am Pool und ein bisschen am Pool abschillen. Aber ich liege mich nicht im November am Pool. Da habe ich, also ich wollte es erst, ich wollte es eigentlich heute machen, aber dann denke ich, nee, machst du nicht. Achso, wie sieht die Zockersituation aus? Also zockerseitig, naja, läuft ganz gut. Also der Ankunftstag, wo ich hier angekommen bin, war ich unten, wollte eigentlich noch 2 Bier trinken. Paff. Schaut selbst. 4 Asse mit dem Kicker. Ne? Da hatte ich dann an dem Amazon 600, ist nicht viel, $600 gemacht. Und das wäre jetzt hier so der Urlaub der Asse. Ne? Also jede Menge Asse hier schon gerissen. Also läuft, spieltechnisch läuft das alles ganz wunderbar. Ich produziere richtig hart Umsatz und habe ja eine Menge Spaß. Ne? Und vor allen Dingen die Bude unten ist voll. Das erhöht den Spaß natürlich gleich wieder um das 10-fache. Ach, um das 50-fache, möchte ich fast sagen. Also macht schon richtig Laune hier. Aber hin und wieder nervt es schon so ein bisschen. Ne? Das, irgendwann kriegt man zu viel. Sie nur noch am Bimmeln hier. Die Leute sind alle besoffen und drehen alle durch. Ne? Und alles voll. Ne? Hey, hey, hey. Aber trotzdem, geil, geil. Party on. Party on, meine lieben Freunde. Wir werden uns sehen am Samstag um 20 Uhr. Und dann kann ich ja noch mal ein bisschen plaudern. Tschüssi. Haut rein. Bye, bye. Ihr stellt euch jetzt bestimmt die Frage, was ist da im Hintergrund los? Ja, also hier wird gebastelt und gebaut. Ne? Das Strat, heißt ja nicht mehr Stratosphäre, das Strat ist am Renovieren. Und das, die Zimmer werden auch renoviert. Übrigens, es gibt hier ein Misery Gift Giveaway für den von November bis zum 28. Dezember. Da gibt es einmal ein 2500 Punkte Misery Price, denn 5000 Punkte Misery Price und 7500 Punkte Misery Price, lest es selbst, was man da so alles gewinnen kann. Ja, alle drei Preise habe ich hier. Und zwar habe ich mir einmal so eine Art Rucksack hier so bekommen, so einen Umhängerucksack. Da gibt es einen ganz speziellen Namen für.
irgend so einen englischen Ausdruck, den ich jetzt schon wieder vergessen habe. Punch Bag oder ich habe keine Ahnung, Punchy Bag oder irgendwie so. Ja, natürlich mit Stratosphere-Logo. Das heißt ja jetzt, es ist Strat. Die hauen jetzt nochmal die ganzen alten Logos raus. Ist ja kackegal. Dann habe ich den 5000er Basispunkte Bonus. Übrigens, diese Punkte hier, ne, die, oder hier kann man es besser sehen, hier seht ihr den 7500 Punkte. Die werden nicht abgezogen von der Spielerkarte. Die werden nicht abgezogen. Man qualifiziert sich sozusagen nur für diese Sachen. Ja, habe ich alle drei rausgelutscht und fertig. Ne? War ich eben gerade los, wie ihr seht hier. Uhrzeit, guck mal. Warte mal. Issue Date, genau. 6.11. Da stimmt doch was mit der Uhr nicht. Ist auch kackegal. Da war ich mir eben gerade. Naja, da habe ich mir noch mal so einen Hoodie geholt hier. Den kennt ihr ja schon, mein Hoodie. Ich habe da zwei Stück davon. Diese Stratosphere-Hoodies. Die sind echt cool. Ja, Vegas 2018. Da habe ich zwei Stück, jetzt habe ich drei. Die sind echt cool. Die trage ich in Deutschland verdammt oft, weil die echt geil sind. Und ja, habe ich mir dann noch mal einen von geholt. Oder gewonnen, eher gesagt. Und dann natürlich noch mal einen Buffet-Gutschein. Ne? Es gab auch die Möglichkeit, ja, man konnte da wählen. Man swipet seine Karte, sagt, okay. Und dann hat man da verschiedene Spielchips und dann drückt man irgendwo drauf und dann hat man irgendeinen Preis gewonnen. So, und das waren jetzt diese drei Preise. Es gab auch noch ein, warte mal, ein, das war der dritte, der 7500, den ich ihm gerade geholt habe. Ein Buffet oder ein Stratosphere Selectrum. Das trifft mir mich ja nicht zu, weil ich habe ja schon über Selectrum hier. Das ist ja Premier Elite, die ich hier habe. Oder nochmal ein bisschen Free Slot Play, ne? $15 oder so ein Scheiß. Ne? Ja, habe ich alle drei Sachen hier abgesahnt. Das kann ich mal hier so zur Seite packen. Warte mal. Pferd ist ja ein ordentliches Schwein, ihr wisst es. Das packe ich hier mal zur Seite. Ja, habe ich ein paar Sachen umsonst gekriegt. Ne? Also das nehme ich immer mit. Alles, was man so umsonst kriegen kann, nehme ich mit. Ja, was ist gestern passiert? Gestern war ich ja wieder ein bisschen zocken. Und gestern habe ich richtig hart Umsatz gefahren. Es lief, also gestern lief es nicht ganz so gut. Also von den 600, die ich am Anreisetag gewonnen habe, heute ist übrigens Dienstag, der 6. November. Also die $600, die ich am Dienstag gewonnen habe, da sind gestern knapp 250, also mein Limit, verdunstet, habe ich verloren. Obwohl ich da sehr, sehr lange gespielt habe, ihr seht es hier. Vier Asse, aber ohne Kicker. Und jede Menge Vierer. Da mache ich schon gar keine Fotos mehr von. Auch von den 4-2ern oder 4-4er. Ohne Kicker mache ich auch keine Fotos von. Also albern, ne? Das sind nur $100 oder sowas. Also mit Kicker und solche Sachen, da mache ich noch Fotos. Mir ist sehr, sehr viel Kleinkram reingelaufen. Und ich hab gestern hier echt Vollgas gegeben. Ich habe echt mega Vollgas. Ich habe 12 Tier an Tier-Credits, 12 Tier-Credit-Punkte zusammen gezockt. Alter, was geht hier denn ab? Alter, das ist hier so ein... Das ist, glaube ich, so ein Teppichreiniger. Nee, das ist auch am Bohren. Ja, ich habe also gestern echt hart hier Umsatz gefahren. Und heute, also bis vorhin war ich auch noch ein bisschen am Umsatz reißen. Ging so, aber auch nur, weil es gut lief. Heute habe ich zweimal vier Asse gehabt. Also hier einmal vier Asse. Schaut selbst. Und nochmal vier Asse. Und auch wieder vier Vierer, vier Zweier, aber alles ohne Kicker. Also... Nur einmal hatte ich bisher das Kickerglück, und das war an meinem Anreiseabend. Ne? Ansonsten ziemlich viel Kleinkram. Also heute lief das eigentlich wieder vernünftig. Jetzt bin ich ein bisschen vorne, ich weiß nicht, 100, 150 ist auch schon wieder was abgeflossen. Ich war mal 400 vorne, dann war ich, ihr seht es über die beiden Assets, einmal 255 und einmal $400. Aber das habe ich natürlich wieder reinvestiert. Ich glaube, ich bin noch 150 vorne oder so. Oder zwei, dass es 200 sein geht auch. Ich glaube, kann sein, dass ich 200 vorne bin. Also habe noch nicht das von gestern wieder reingearbeitet, aber im Grunde genommen läuft es ganz gut. Es ist auch erst 5:30. Ich werde nachher nochmal runtergehen. Und ja, gestern war Schillertag. Gestern bin ich auch relativ früh ins Bett gegangen. Um 11, glaube ich. Spätestens 11:30, glaube ich, lag ich hier in der Kiste, in der Falle. Ich war völlig fertig. Ne? Ich war also richtig müde immer noch vom Anreisetag. Und heute Morgen, wie geredet, aufgewacht, hatte ich hier die Klimaanlage laufen. Hey, eiskalt die Bude. Ne? Boah, ich war hier im Frostermodus. Also völlig am Ende gewesen. Ne? Und dann heute Morgen hoch und rumgetüdelt, E-Mails gecheckt. Und was ist? Es gibt News. Mein E-Auto wird nächsten Monat geliefert. Mein E-Auto ist unterwegs. Das ist jetzt auf dem Schiff, auf dem Weg nach Deutschland. Man mag es nicht glauben, der Hyundai Ioniq. Nicht Ioniq, der Hyundai Kona.
ja, das E-Auto ist unterwegs. Voll geil, kriege ich im Dezember. So unglaublich. Also 3 Monate habe ich nur aufs Auto gewartet, ne? Auf mein E-Auto. Ne? Angesagt waren 12 Monate bis 18 Monate, wenn es ganz doof läuft. Dann gäbe es natürlich auch schon wieder Probleme mit der BAFA, weil sobald ich diesen Fördernachweis habe, den müsste ich jetzt die nächsten Tage per Post bekommen, nach Deutschland, von der BAFA nach Hause, hätte ich 9 Monate Zeit zuzulassen und dann glaube ich, kann man auch einmal um 3 Monate verlängern. Und wenn man ihn dann nicht zulässt, dann kriegt man die Förderung nicht mehr, diese 2000 Euro. Das ist natürlich wunderbar, dass das Auto jetzt schon so früh kommt. Ich hatte ja damit gerechnet, ich sagte ja mit Glück März, April, jetzt kriege ich ihn schon im Dezember, 3 Monate nachdem ich den Kaufvertrag unterschrieben habe. Tobi, ne? Geil. Ja, sonst gibt es hier weiter nichts Neues. Heute ist mein 2. Urlaubstag. Ich bin hier nur am Rumchillen und Rumdödeln. Das macht mir echt viel, viel Freude. Mit Mercy bin ich hier am Rummachen und mit Lorna, der geht's auch gut. Die ganzen Bediensteten im Buffet, die freuen sich natürlich immer, wenn ich komme. Von Mercy, die Chefin und dann noch so ein anderer Chef, den habe ich da kennengelernt. Den kann ich noch nicht. Ich kenne ja schon einige Leute und alle super nett. Ne? Also wirklich geil hier. Ich habe ja echt eine tolle Zeit. Ne? Das ist auch schon mal wichtig. Heute ist jetzt, wie gesagt, der 2. Urlaubstag. Heute habe ich auch nochmal einen Schillertag und morgen geht es los, dass ich den Mietwagen abhole bei Sixt. Fahre ich zu Sixt, das ist ja schräg gegenüber sozusagen vom Rent-a-Car-Center. Und da hole ich mir, die haben auch schon eine E-Mail geschrieben, ich soll da schon mal alles ausfüllen. Also die Arbeiten, die Sachen, die sie normalerweise am Counter machen, soll ich jetzt für die machen, damit das schneller geht. Nö, mache ich nicht. Das sollen die selbst machen. Also ich mache doch nicht deren Arbeit, ne, ohne dass ich dafür bezahlt werde. Also wenn ich dann noch einen 20% Nachlass kriege oder einen 10%, dann mache ich das natürlich, ansonsten sollen die ärgern. Ne? Und dann warte ich eben die 5 Minuten oder 10 Minuten, die es länger dauert. Mir doch wurscht, ne? Das ist ja nicht meine Zeit. Das geht denen ja sozusagen ab, ne? Also da habe ich die Ruhe weg, ne? Ja, also morgen hole ich den Mietwagen ab. Es sollte eigentlich werden ein Kia Sportage. Bin ich mal gespannt, ob es ein Kia Sportage wird oder irgendwas anderes. Jedenfalls ein SUV. Mal gucken, ob ich nur die Panzer- oder Superpanzer-Fraktion kriege. SUV ist ganz cool, weil ich habe da noch eine Idee. Ich will hier noch eine Sache machen, wo ich ein SUV ganz gut gebrauchen kann. Der war sogar günstiger als die Midsize-Version bei Alamo. Die hatten ja gerade wieder bei Sixt ein Angebot. Zu Sixt komme ich aber noch, da muss ich auch noch ein bisschen was erzählen. Ich glaube, ich habe es schon mal gemacht in dem einen Reisetagebuch. Werde ich aber noch mal, damit ihr das verinnerlicht, falls ihr da auch auf Sixt bockt habt, wie ich das auch gemanagt habe mit der Buchung, da werde ich auch noch in einem späteren Video was zu erzählen. So, weiter habe ich nichts zu erzählen. Das war der, heute ist Dienstag, das war der Dienstag. Für mich ist der Dienstag noch lange nicht vorbei, schaut selbst. Es ist 5.38 Uhr, alles gut hier und der Abend, also ich bin jetzt hier gerade im Zimmer, weil ich eben die Sachen abgesahnt habe. Jetzt trinke ich noch ein bisschen Rootbier, kann ich übrigens mal machen und dann ist die Sache für mich erledigt. Prosit. Also ist die Sache für mich erledigt, was das Video angeht. Ne? Dann geht es wieder runter und wenn ich da unten nochmal gucken, was da so Ambach ist. Also gestern echt Spaß gehabt, heute auch Spaß gehabt bis vorhin. Also ich ziehe hier, also jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, also dadurch, dass das relativ gut läuft, also besser als die Jahre vorher, also ich mehr viel Geld in der Tasche habe und viel gewonnenes Geld wieder reinvestieren kann. Wenn es an mein eigenes Geld geht, wisst ihr ja, 250 und dann wird gedeckelt. Aber wenn was raufkommt und nur immer so ein bisschen raufkommt und dann immer so 200-300 Dollar, da sage ich nicht, ich höre auf, das bringt einfach nichts. Das muss schon so eine Summe, so 500 Dollar sein, dass ich dann sage, okay, so jetzt hier ist Schluss. Ne? Aber so Ködelbeträge, so 200-300 Dollar, das ist für mich noch kein gewonnenes Geld. Ne? Also das wird dann wieder reinvestiert. Ne? Also so mache ich das dann immer. Ne? So, und dadurch kann ich natürlich, dass es so perfekt läuft, viel Kleinkram geht wieder weg, viel Kleinkram geht wieder weg, kann ich hier natürlich Mörderumsätze reißen. Das ist wirklich verrückt. Ne? Das ist, für meine Spielerkarte wird das sehr, sehr geil sein, was ich hier gerade so fabriziere. Ja, nachher werde ich auch noch runtergehen, wieder ein paar Bierchen verhaften, vielleicht noch ein paar Longdrinks trinken und ein bisschen Spaß haben. Ja, deswegen bin ich ja hier, zum Spaß haben. Alle Details kann ich euch leider auch nicht verraten, auch mit Mercy, da gibt es ein paar witzige Sachen. Übrigens hier im Stratosphäre, wie gesagt, die Front ist nagelneu. Die sind hier überall am Renovieren. Hier wird eine Brauerei, hier kommt eine Brauerei rein, da wo der Sportsbook-Bereich war. Also es das heißt ja jetzt nicht mehr Stratosphäre, sondern es ist Strat. Vorne kommt noch eine, wie gesagt, da wo die Sportbox war, ist jetzt im ersten Stock, bei schräg gegenüber so provisorisch bei McDonald's.
und dem Fitnessbereich. Läuft die Kamera noch? Ja. Da ist jetzt der Sportbox-Bereich, aber auch nur provisorisch. Und unten bauen die jetzt gerade neun. Die haben unten den gesamten Bereich komplett mit Wänden eingezogen, dass man die Bauarbeiten da überhaupt nicht mitkriegt. Also man kriegt da nichts von mit, was da hinter der Wand los ist. Und ja, bauen sie einen komplett neuen Sportbox-Bereich. Sehr, sehr schön. Und sie bauen daneben eine Brauerei, eine komplette Brauerei, so eine Microbrewery, wo das eigene Stratos-Bier getrunken werden kann und gebraut wird. Ich meine, das finde ich natürlich auch schon cool. Also die investieren hier richtig Geld, und was sie auch machen wollen, die haben ja hier das Brachland, was hier hinterm Stratos ist. Da ist ja noch Brachland, nicht dabei 7-Eleven, das ist ja Kriegsgebiet. Ne? Aber auf der anderen Seite, hin zum Regency Tower, da haben die natürlich noch jede Menge freie Grundstücke. Das gehört alles im Stratos. Und ich habe da klingeln hören, die bauen hier, das muss unter uns bleiben, aber wenn das Video erscheint, ist das wahrscheinlich schon spruchreif. Die wollen hier ein Convention Center bauen. Ein Stratosphäre, also ein Strat Convention Center. Weil das lockt dann noch mehr Leute an. Weil das fehlt nämlich dem Stratosphäre, ein richtiges Convention Center. Hier kannst du heiraten, hier kannst du auch größere Gruppen Events machen, auch gerade im Turm ist natürlich sehr interessant. Aber so richtig so ein Convention Center haben die nicht, wo du echt mit 1000 Leuten da rum ochsen kannst. Na, das fehlt denen hier einfach. Und das wollen die bauen. Ich meine, das finde ich natürlich schon cool. Also die investieren hier echt viel Geld. Hier wird echt viel umgebaut. Hier ändert sich momentan alles Mögliche. Die Zimmer werden renoviert. Der Frontbereich mit dieser neuen Reklame, echt geil geworden, ist neu. Die ganzen Palmen haben sie da weggeschnitzt. Die sind da am Malern, Tun und Machen und am Sägen und Buddeln, Asphaltieren. Der gesamte Hauptbereich ist neu gemacht. Also hier passiert richtig hart was. Der neue Investor, der das Stratosphäre letztes Jahr gekauft hat, der haut hier richtig die Millionen rein und bringt das Stratosphäre jetzt, macht das Stratosphäre fit für die nächsten Jahre. Das ist auch gut so und das ist auch nötig so, weil ich sagte ja schon mal in den einen Videos zwischen Montags und Mittwochs, Donnerstags, von Montags bis Donnerstags ist echt tote Hose. Wie kann so ein Kasten das aushalten oder wie lange könnte so ein Kasten das aushalten? Und ja, man merkt schon, die ersten Maßnahmen, die hier getroffen worden sind, die hat hier schon richtig Leute reingespült. Das Casino ist voll. Gestern war es schon recht voll und heute ist es auch unten voll. Und ja, hier passiert richtig was. Und das ist so ein Push, den der Stratosphäre oder The Strat jetzt braucht, um wieder richtig schön fette Gewinne zu schreiben, um überleben zu können in Las Vegas, weil das alte System, ich weiß nicht, wie lange der Laden das hier durchgehalten hätte. Ne? Da war schon doch so ein bisschen sehr mau. Ne? Das hatte ich ja schon öfter mal die letzten Jahre immer mal so gesagt. Also es war wahrscheinlich gerade kostendeckend und mit ein bisschen Gewinn, aber nehme ich mal an, aber so richtig, es wäre mehr drin gewesen. Und das versuchen sie jetzt hinzukriegen und scheinbar gelingt ihnen das auch. Also echt schick hier, echt toll. Alle positiv, die ganzen Maßnahmen, die hier eingekippt worden sind. Das Roxy Steiner ist weg. Da war ich von auch nochmal, habe nochmal mit der Bediensteten gesprochen. Läuft die noch? Ja. Das Roxy Steiner ist weg. Dafür, im Grunde genommen, hat das Kind nur einen neuen Namen gekriegt und wurde ein bisschen verändert. Das heißt jetzt The Strat Café und Wok. Aber Wok ganz klein. Also da können dann auch die Chinesen essen gehen. Also sie bieten auch chinesische Cuisine an, aber auch amerikanische. Ich war auch bei der Else, da sagte ich, wie sieht es denn aus? Auch wegen meinem Abreisetag. Ich wollte dann ja noch frühstücken gehen, aber da hat das Buffet noch nicht auf, weil ich hier ein bisschen, ich glaube um 5 müsste ich frühstücken gehen. Und da fragte ich, wie lange habt ihr auf? Und dann sagt sie, rund um die Uhr. Und dann sage ich, habt ihr auch normales Frühstück oder ist das alles so ein China-Kram? Dann sagt sie, nein, aber normal amerikanisch, wie man es kennt. Ne? Vom Pancakes über Ei und Speck und den ganzen Kram. Ne? Also das nennt sich, das ist jetzt einfach nur ein Café geworden. Sehr hell, sehr hübsch. Auch komplett renoviert alles und alles neu. Gefällt mir eigentlich ganz gut, finde ich nicht übel. Und damit die Chinesen auch noch da rein strömen, heißt das jetzt eben The Strat und Wok. Hatte ich gestern eigentlich erzählt, dass das, warte mal, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte. Also das Buffet soll ja zugemacht werden nach Thanksgiving. Da soll auch irgendwas Größeres passieren. Ich bin ja bis Thanksgiving hier oder vielmehr vor Thanksgiving haue ich ab. Und ich glaube, einen Tag bevor das Buffet schließt unten, bin ich ja weg. Ne? Also passt ausgezeichnet. Machen sie zu und im Januar sollen sie auch nochmal zumachen. Also auch größere Renovierungsarbeit. Wenn es denn Renovierungsarbeiten sind, es könnte auch sein, dass sie das Buffet komplett schließen und dafür irgendwas anderes hinzimmern. Ich habe keine Ahnung, was sie da vorhaben. Wir werden es erleben. Das wissen auch die Bediensteten nicht. Eigentlich kein gutes Zeichen. Ne? Aber, okay, also jedenfalls wird da auch was Größeres passieren mit dem Buffet, weil das ist ja nun auch schon so ein bisschen in die Jahre gekommen. Es wurde immer mal so das Nötigste gemacht und leichte Veränderungen, aber so richtig so eine Grundrenovierung, richtig Boden rein,
Grund reingebracht haben die da nie. Das einfach nur immer ein bisschen aufgehübscht. Und jetzt wollen sie das ja wahrscheinlich richtig machen. Jetzt ist es echt eine längere Zeit dicht und dann wird das ganze Ding, glaube ich, umgebaut oder weiß der Henker, was da hinkommt. Wir werden es erleben. So, meine Lieben, ich sage jetzt Tschüss. Das soll das erstmal von der Update-Front gewesen sein. Haut rein und bye-bye, bis zum nächsten Video. Bis morgen wahrscheinlich. Oder heute Abend, wenn ich noch irgendwie eine Million gewinnen sollte. Eher nicht. Tschüss. Da bin ich nochmal. Hätte ich fast vergessen. Heute Morgen habe ich eine E-Mail bekommen. Habe mal meinen Laptop geschnappt. Das mache ich immer morgens, wenn ich aufstehe, dann schnappe ich mal meinen Laptop und dann gucke ich mal nach so E-Mail-seitig, was es da Neues gibt. Oder ob es bei YouTube irgendwelche Anfragen gibt, die ich dann so auf die Schnelle beantworten kann. Und heute eine E-Mail bekommen von meinem Autohändler. Ihr wisst ja, ich habe den Hyundai Kona, den habe ich ja bestellt. Habe ich eine E-Mail bekommen, den Hyundai Kona, mein E-Auto, bekomme ich im Dezember. Wahrscheinlich Mitte Dezember, also zwischen Mitte Dezember und Ende Dezember werde ich den Wagen wahrscheinlich bekommen. Also nächsten Monat. Somit habe ich jetzt nur auf das E-Auto 3 Monate gewartet. Das ist natürlich Rekordzeit, weil ich habe damit gerechnet, dass er zwischen März und April nächsten Jahres erst kommt. So hat er mir so angedeutet, das ist wahrscheinlich so der voraussichtliche Liefertermin. Kann sich natürlich auch noch weiter verzögern, kann auch ein Jahr dauern, wenn man Pech hat. Aber nein, Hyundai rotzt die Autos jetzt raus und beliefert sogar die Händler. Und das geht wohl nicht alles nach Norwegen, der ganze Kram. 2/3 der Produktion, der Elektroautoproduktion bleibt ja in Korea und der Rest verteilt sich, das letzte Drittel verteilt sich auf die gesamte Welt. Davon der Großteil natürlich hier, was weiß ich, Norwegen, Schweden, die ganzen E-Auto-Staaten bei uns oben in Nordeuropa. Und Deutschland kriegt dann auch noch ein paar hundert ab. Das war's dann aber auch schon. Also jedenfalls, Perle bekommt sein Auto diesen Monat. Also das Auto ist unterwegs. Das ist jetzt wahrscheinlich gerade auf dem Schiff und dümpelt irgendwo, ich weiß nicht wo, auf den Weltmeeren herum und wird in wenigen Wochen in Deutschland anlanden. Und dann werde ich mein Auto bekommen. Wahrscheinlich noch 2018 mein E-Auto. Fantastisch. Das wollte ich nur mal reinschieben, weil da habe ich mich heute Morgen richtig gefreut. Das war, deswegen habe ich auch extrem gute Laune, dass ich mein E-Auto jetzt so früh kriege. Da bin ich natürlich richtig heiß drauf. Natürlich auch ein bisschen überrascht, dass es so früh kommt, weil den allerfrühesten Termin, den ich jetzt drauf hatte, war jetzt so März, April 2019. Aber dass ich den jetzt schon nach 3 Monaten bekomme, perfekt. Na. Also im Dezember wird Perle seinen bestellten Hyundai Kona haben, wo ich ja letztens das Video so nebenbei mal bei YouTube hochgeladen habe, was übrigens total erfolgreich ist. Ich glaube, das hat schon über 30.000 Aufrufe. Das ist auf dem Weg zur Top 10 aller meiner besten Videos. Also unglaublich, was das Video geklickt wird. Und das habe ich echt nur nebenbei produziert. Manchmal sind es echt so Glückstreffer bei YouTube. Na ey, Wahnsinn. Also, mein E-Auto kommt. Könnten wir, wenn ihr da Interesse dran habt, am Samstag beim Hangout auch noch irgendwie thematisieren, falls euch das Thema E-Auto mit der Förderung, falls ihr da irgendwelche Fragen habt, kann ich euch beantworten, kein Problem. Vor drei Wochen habe ich die BAFA, diese BAFA-Förderung, diese 2000 Euro E-Auto-Umweltrabatt eingereicht. Da habe ich noch nicht mal die Bestätigung von der BAFA bekommen, mit so einer Bestätigungsnummer. Ab dann läuft nämlich diese 9 Monate, bis dann muss man das Auto, was man gekauft hat, zulassen. Und dann kann man, wenn man es dann noch nicht haben sollte, wegen Verzögerung, kann man es nochmal 3 Monate verlängern dann wird es wirklich haarig. dann verfallen die 2000 Euro. Das ist natürlich eine Menge Geld. War für mich natürlich auch mit einem Kaufargument. Den Händlerrabatt, ich weiß nicht, waren glaube ich 2500 Euro und dann nochmal 2000 Euro vom Staat. Das sind in Summe auch nochmal 4.000 Euro, die bei so einem Auto runtergehen. 4.000 Euro haben oder 4.500 haben oder nicht haben. Das ist natürlich auch eine Menge Geld irgendwo. Und das macht das Auto dann natürlich ein bisschen günstiger. Ne? Ein bisschen ist gut, also 4.500 Euro günstiger. So, das wollte ich nochmal gesagt haben, mein E-Auto kommt. Yippie. Ne? Könnten wir, wenn ihr da Lust zu habt und das mit dem Hangout funktionieren sollte, könnten wir auch thematisieren. Falls ihr Fragen habt zum E-Auto, stellt sie mir, ich habe ja noch kein E-Auto, aber mittlerweile diesbezüglich schon doch eine ganze Menge Wissen, wie man das Ganze regeln kann. Ich könnte euch auch erzählen, wie ich das laden werde. Das werde ich wieder so Perle-like spezial laden. Also es darf wieder nichts kosten, also ich baue mal meine eigene Ladestation, aber naja, egal. Mache ich vielleicht auch mal ein eigenes Video. Vielleicht erzähle ich das dann auch am Samstag, so ihr da Fragen zu habt. So, tschüss, peace und haut rein. Jetzt höre ich aber endgültig auf. Wir sehen uns am Samstag um 20 Uhr. Eurer Zeit 20 Uhr. Ne?
sollte es einen Live-Hangout geben. Sollte es kein Live-Hangout geben um Samstag um 20 Uhr, plus minus 15 Minuten, gib mir da ein bisschen Zeit, dann habe ich Internetprobleme oder ist das Internet kaputt, kann ja auch mal sein. Ne? Aber in der Regel Samstag um 20 Uhr sollte es eigentlich funktionieren. Hoffe ich zumindest, ne? Weil im Aquarium, Samstag ist auch scheiße, ne? Das ist Aquarius wieder voll. Aber warte mal, das ist morgens um 11. Da werden nicht ganz so viele Leute in den Zimmern rumhängen. Schauen wir mal. Ja, wegen Bandbreite und so. Ich denke, nicht, dass ihr das Standbild angeboten bekommt. Das will ich ja natürlich auch nicht. Ja, jetzt hau ich aber ab. Tschüss.